Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampire Bloodlines und wir sind im Hallowbrook Hotel und jagen den Sabbat. Und wir müssen uns echt ein bisschen, wir müssen echt aufpassen, ne? Wir haben keine Blutpakete mehr, kennen wir ja schon. Ich versuche mich jetzt seit der letzten Folge hier mit Schusswaffen durchzuballern, was eher semi funktioniert, wie ihr seht. Du willst Schaden haben im Nahkampf? Ich wette, da sind noch mehr, oder? Ja, sieht gut aus. Hi! Ja, na klar, ist da eine Flinte. Oh yeah. Ja, ich hab's gewusst. Da schoss noch jemand mit der Flinte. Au, 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 au. Mist. Okay, wir haben für die Mech. Was? Nein! Da kam ja noch einer. Oh nein, und noch einer. Ich brauche mal dringend Blut von euch. Ich brauche mal dringend Blut von jemandem. Ach so, ich habe aus Versehen Blutläuterung gemacht. Das ist jetzt ungünstig. Das ist jetzt sehr ungünstig. Oh Mist. Hat der Kelch des Hasses zufällig einen Blutpunkt? Mist. Ich habe aus Versehen Blutläuterung gemacht. Kann ich? Danke. Krieg ich was wieder? Nicht wirklich. Nimm und dich. Au, jetzt greift der andere natürlich an. Der ist tot. Sehr gut. Von dir hätte ich gerne noch Blut. Ja. Ich hätte auch gerne nochmal von dir Blut. Sehr gut. Von dem anderen krieg ich es nicht. Der steckt hinter einer Deckung. Muss ich den erst mal nehmen und auflösen. Blutheilung. Dass wir ein bisschen was haben und dann müssen wir mal gucken. Ich nehme jetzt die... Nein, ich nehme die Aug. Jetzt versuchen wir mal den Typen da hinten ein bisschen zu piesacken. Mit unseren tollen Schussskills. Mit Schusswaffen geschlagenerweise 2. Er rennt weg. Ah Gott. Wir kriegen halt trotzdem Schrotflintenschaden. Was halt trotzdem für uns potenziell unfassbar tödlich ist. Wir haben kaum Leben mehr. Ah Mist. Ich mache jetzt noch einmal Blutheilung. Und dann war's das wieder. Wir haben kein Blut mehr. Ich kann jetzt nicht mal mehr Blutgeschoss machen. Ich müsste versuchen, von dem zu trinken. Wir haben Geschick 3. Ist da noch wer? Oh ja, da bricht noch jemand durch. Oh nein. Hi. Darf ich auf dich Blutgeschoss machen und du gibst mir noch was wieder? Guter Junge. Das reicht noch nicht, wir sterben. Ah. Ja, Mist. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Wir müssen anders vorgehen. Wir müssen echt anders vorgehen. Und zwar... Ich brauche mal die Flinte. Obwohl, brauche ich die Flinte? Kann ich den von hier oben zufällig im Blutgeschoss rein... Was? Okay, die Wand bricht erst durch. Und zwar jetzt. Hi. Autsch, du tust mir weh. Und jetzt kommt noch ein anderer Typ durch. Kann von dem nicht trinken. Jetzt. Nein. Blut trinken abgewehrt. Jetzt können wir noch was trinken. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das hat jetzt unsagbar viel geholfen. So, der Typ da hinten schießt echt durch die Wand und trifft uns vor allem. Das finde ich nicht toll. Komm, brich durch die Wand. Tu es einfach. Oh yeah. Oh yeah. So, und wir haben ja gleich noch Besuch von hier hinten. Beziehungsweise von dem. Ein Typ, der uns, ouch, ouch, schwer halbern Schaden macht. Okay. Mit der Aug haben wir jetzt natürlich nichts mehr gerissen. Die ist leer. Ich würde mal einen Revolver mal wieder nutzen. Nächster Versuch. Und jetzt kommen wir zu dir. Wo stehst du denn?
Ah, schießt von da hinten durch die Wand, ey. Das sind zwei. Zwei. Und wir könnten theoretisch laut Fadenkreuz auch treffen, aber ihr seht. Oh, wir dürfen Blutgeschoss versenken. Wir durften zumindest Blutgeschoss mal kurz versenken. Ihr verschießt eure ganze Munition, Jungs. Nicht sehr clever von euch, wie ich finde. Aber es leuchtet halt auch kein Symbol auf für Blutgeschoss. Sehr uncool. Aber von dir kann ich mir was holen. Also glaube ich zumindest. Wir müssen in Sichtweite sein. Warum habe ich jetzt die Waffe nicht ausgewählt? Das ist uncool. Blutheilung. Und dann brauche... Ich brauche da einfach nur hochscrollen. Ich vergesse das jedes Mal. Und ich brauche jetzt nochmal den Revolver. Du stehst sehr günstig. Also hoffentlich. Nee. Da hat er was abgekriegt, aber das war wahrscheinlich einfach nur Querschläger. Das ist... Ich sag's euch. Das ist ja echt hammerhart. Einer tot, der zweite steht dort noch und hinter uns ist offensichtlich... Nee. Das warst du hier? Ehrlich? Du warst das? Okay, wir sollten vielleicht nicht unbedingt direkt auf Nähe. Jetzt bist du echt ums Eck gegangen. Lass dich killen, Junge. Okay, ich sollte den Schrotflinten-Nahkampf echt nicht nutzen. Beziehungsweise machen. Das verbraucht uns viel zu viel Blut an der Stelle. Und wir haben kaum Munition mehr. Es wird echt tricky jetzt. Ich gucke mal hier drüben rein. Es könnte sein, dass jetzt jemand noch durch eine Wand bricht. Ne, sieht gut aus. Sieht erstmal gut aus. Ich nutze das mal ganz kurz. Diesen Moment, um das mal abzuspeichern. Und ich werde mal ganz kurz mein Mikro richten, okay. So, da hinten steht noch jemand, der sehr leer in die Gegend guckt. Sprich, potenzielles Wesen, von dem wir trinken könnten. Wenn ich hier rein dürfte. Aha. Wir kommen hier aber nicht rein. Oh Mann. Kommen wir hier durch irgendwie? Nee. Ja, schön, wenn du versuchst, durch die Wand zu schießen, Junge. Er steht auf jeden Fall da hinten. Und da kommen wir nicht ran. Da ist zwar ein Loch da oben. Wir gehen mal weiter. Hi, was geht? Du wolltest mir Blut wiedergeben, das ist ja nett. Oh. Versuche ihn gerade mit einem Arm zu verhauen, das ist nicht so clever. Aber mit den Krallen funktioniert das auch irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also muss mal wieder unsere heißgeliebte Feuerwehraxt ran. Und nochmal Blutheilung, das ist bitter. Das war jetzt nicht nötig. Da steht noch jemand. Reicht das für... Ach Gott, jetzt habe ich die Flinte ausgepackt. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich gucken, ob es für Blutgeschoss reicht. Auf jeden Fall. Und wir kriegen was zurück. Das ist gut. Fürs dritte Mal Blutgeschoss reicht es auch. Dann ist er zumindest tot. Und wir nutzen das mal ganz kurz. Für Blutheilung. Viel gebracht hat es nicht, natürlich. Aber besser als gar nichts. Hier geht's theoretisch weiter. Ist erstmal keiner ums Eck. Hier ist jemand mit einem sehr leeren Blick. Das würde ich... Was? Ich durfte nicht trinken? Warum auch immer. Alles klar. Ich lasse den auch am Leben. Dem scheinen sie die Augen ausgestochen zu haben. Der ist unschuldig.
Hier ist ein Gang, okay. Hi! Ach, du bist so ein Krallentypi. Nicht so cool, wie ich finde. Was gehört? Nicht cool. Warum wow, du bist aber... Ich hab die falsche Waffe. Ich hatte die ganze Zeit die falsche Waffe. Ich wollte schon wieder mit einem Arm hauen. Mit unserem tollen Arm, den wir am Anfang gefunden haben. Ich habe gerade schon wieder leicht übersteuert. Das tut mir leid. Ich hoffe, ich werde es in der Nachbearbeitung ein bisschen hinkriegen. Das ist jetzt dadurch, dass ich Setup ein bisschen umstellen musste. Alles nicht ganz so einfach. Hier steht... Aha. Hi. Ich werde gleich mal was von dir trinken, wenn es genehm ist. Ach komm, ich trinke dich aus. Ciao. Du wolltest mich schlagen. Also. Hier hinten. Sieht's noch gut aus. Ich sage bewusst noch. Was bist du? Ach, du bist auch jemand, der unbedingt Schläge will. Dann verteilen wir doch Schläge. Oh Gott. Ah, ich hab's geahnt, dass sowas passiert. Wir holen jetzt einfach mal Blut wieder, in der Hoffnung, dass uns das ein bisschen heilt. Oh Gott. Schwer heilbarer Schaden for the win. Wirklich. Das kann jetzt dauern, das zu heilen. Das tat weh. Ich würde es vielleicht sogar noch gleich noch ein zweites Mal nutzen. Dass wir wenigstens ein bisschen was wegkriegen. Also jetzt wird es langsam hier verwirrend. Ich weiß nicht genau, wo es lang geht. Hier geht es noch weiter nach unten. Von dir trinke ich mal was. Nicht so viel. Die haben natürlich jetzt auch nicht so sonderlich viel. Aber wir haben uns zumindest damit geheilt. Allerdings... Ich schaue mich nochmal um. Denn ich weiß nicht, ob hier noch irgendwelche anderen Überraschungen auf uns warten. Zum Beispiel hier in dem Gang. Beziehungsweise wenn wir drüber... Ach, wir dürfen gar nicht drüber springen. Okay. Also den anderen Typen können wir nicht kriegen. Oder wir haben ihn gerade gekriegt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade wirklich keine Orientierung. Aber wir sehen, dass es hier nach unten geht. Und wir müssen ja weiter nach unten. Wie sich rausgestellt hat. Also, weiter geht die Party. Na Jungs? Da wird einer durch die Wand brechen, habe ich das Gefühl. Hier ist eine Tür. Ich kann das erste Mal normal eine Tür öffnen. Was zum Kuckuck? Ich schließe die mal hinter mir. Hier ist alles verbarrikadiert. Da hinten könnten auch noch Gegner sein. Ich weiß, es ist jetzt gerade wieder so eine Macke von mir, dass ich gerade wieder speichern muss. Aber irgendwie gefällt mir das nicht. Der Raum ist vergleichsweise groß. Oh oh. Da hinten ist jemand. Drei Frauen. Oh Gott. Und sie schießen direkt auf uns. Tja, Mädels. Ihr habt nur ein Problem. Ich habe, wenn ich denn rankommen würde, mit Geschoss. Sie teleportieren sich. Das ist ja echt schlecht. Ich versuche es im Nahkampf. Ich würde es gerne im Nahkampf probieren. Okay. Wir müssen im Fernkampf arbeiten. Und ich muss Blutheilung machen. Blutgeschoss könnte helfen. Wir kriegen aber kein Blut zurück. Dadurch, dass sie sich wegteleportieren. Die Damen. Oh Gott. Okay, das ist ein Problem. Was? Aue. Okay. Wie machen wir es? Wir haben für die Aug nichts mehr. Nein, da kommt wieder ein Krallentyp hier. Ach, Mist. Ich nehme mal trotzdem die Mac. Werde aber Blutgeschoss nutzen.
Und zwar für ihn. Die drei Damen stehen dort verteilt, gucken rum. Die erste ist tot, okay. Wahrscheinlich haben wir nur das auf sie gemacht. Aber ich muss diesen Krallentyp hier erwischen. Ich werde mich da zwar mitten reinstellen, aber vielleicht bringt es uns was, dass wir was wieder kriegen. Wir kriegen nichts wieder. Ich will mein Blut zurück. Verdammt, das war teuer. Und fall halt so um. Mist. Okay, alles klar. Munition ist auch so gut wie leer. Kelch des Hasses? Hat 4 Blutpunkte. Nutzen wir. Wenigstens das. Und die Damen da hinten. Die hat einen Treffer abgekriegt. Wir natürlich auch. Ja, und sie hat anscheinend auch Schusswaffen 2, so wie sie trifft. Ach, und du willst jetzt unbedingt mit deiner Schrotflinte hier auftrumpfen. Aber nett, dass du mir Blut wiedergibst. Wenigstens etwas. Danke dir. Da können wir gleich Blutheilung machen. Immerhin. Au, 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 Mädels. Das tut weh. Das tut weh, habe ich gesagt. So, von dir hätte ich gern auch Blut. Was ich aber offensichtlich nicht wiederbekommen werde. Das ist sehr, sehr schade. Hast du jetzt keinen Schaden bekommen von mir? Okay, und die letzte müssen wir im Fernkampf lösen. Ohne Blutgeschoss. Blutheilung mache ich jetzt noch einmal, aber wir haben Blutbedarf. So viel steht fest. Und ich versuche schon auf den Körper zu schießen, ne? Aber Treffen ist halt echt was Relatives. Sie muss nachladen. Ich jetzt auch. Und ich habe für die Glock auch keine Munition mehr. Wir hätten noch im Angebot den Revolver. Der macht jetzt zwar weniger Schaden. Und die Wahrscheinlichkeit zu treffen verringert sich durch ein breiteres Fadenkreuz. Und die Waffe ist einfach nur billig. Wie ihr seht. Oh, wir haben mal getroffen. Aber sie hat hier nichts hinterlassen. Doch. Wie viel hat sie denn? Oh, 4 Schuss. Oh, wow. Ich bin förmlich überwältigt davon. Von dieser Menge an Munition, die wir jetzt schon verbraten haben. Toll. Wow, das klappt nicht. Die Mac. Unser letzter Schuss mit der Waffe, aber auch diese Anzahl an Schüssen funktioniert nicht. Okay, leer. Und wir haben keinerlei. Okay, wir haben nichts mehr. Jetzt muss es. Jetzt gilt's alles. Ja, das war's. Schade. Ich habe einen Fehler jetzt gemacht. Ich habe jetzt schlicht einen Fehler gemacht. Das war auch dumm von mir. Ich hätte das anders lösen müssen. Yeah, sagt er. So, wir müssen das jetzt nochmal anders machen. Die durchbrechenden Typis von mir aus. Aber wir müssen die Damen killen. Und das ist das Problem. Wir müssen diese Damen killen. Mit unseren Fernkampfwaffen werden wir hier nicht weit kommen. Was heißt Blutgeschoss. So schnell wie möglich. So viel Schaden wie auch möglich verteilen. Okay, ich sollte vielleicht nur einmal Blutgeschoss auf die Mädels machen. Hi! Denn die teleportieren sich halt sofort immer weg. Ja, ja. Ich weiß Bescheid. Ich verteile meinen Schaden schon. Wo ist er? Irgendwo da hinten. Ach, da! Ja, das ist jetzt natürlich. Ich stehe auch sehr ungünstig. Die erste ist tot. Sehr gut. Kelch des Hasses, 4 Blutpunkte.
Es wird jetzt eher schwierig. Jetzt haben wir noch zwei. Jetzt brechen die Typis da hinten durch. Den einen können wir eventuell... Ich such's mal so. Der nimmt jetzt auch gar nicht Anlauf. Das ist aber nett, dass du jetzt nicht auf uns zugerannt kommst. Traust du dich nicht? Oder denkst du, ich bin eine von den Damen, weil ich mit derselben Waffe schieße? Mit der gleichen Waffe. Okay, wir stehen hinter der Wand. Eine von den Mädels hat uns offensichtlich getroffen. Warum auch immer. Aber wir wurden getroffen. Schon wieder. Wir können den Typen tatsächlich im Fernkampf lösen, wenn wir den treffen würden. Kriegst du es jetzt hin? Ah, wir kriegen es nicht hin. Wir treffen ihn nicht. Oh Mann. Okay, Waffe alle. Wir hätten noch im Angebot den Revolver. Das hat man doch gerade schon das Thema, oder? Ja, das funktioniert jetzt eher gar nicht. Doch einmal. Wir haben ja noch 50 Schuss. Vielleicht klappt es ja nochmal. Oh, sehr gut. Der ist tot. Und jetzt zu den Mädels. Hey, 7 Schaden. 9. Wir stehen zwar unverdammt unsagbar offen, aber wir treffen was. Wenn auch nicht viel. Die läuft weg. Wird wahrscheinlich nachladen. Ich versuche mal noch ein Stück... Na, das kann ich gar nicht. Ich kann gar nicht näher rangehen. Dann beschießt die andere uns. Das ist ein Problem. Ich versuche mal mit dem Mac nochmal. Naja, das ist... Seht's euch an. Das verzieht so dermaßen. Keinerlei Chance. So, nochmal mit dem Revolver. Vor allem, wie knapp wir daneben schießen. Okay, Blutgeschoss muss... Oder? Selbst auf die Reichweite. Wow. Wie war das mit dem Scheunentor, ne? Da muss jetzt... Warum hat das nicht funktioniert? Warum hat Blutgeschoss jetzt zweimal nicht funktioniert? Oh Mann. Die wird sich wegteleportieren? Nein? Du teleportierst dich ehrlich nicht weg? Okay. Der andere Typ kommt gerannt. Ich hoffe, du gibst uns Blut wieder. Ja, sehr gut. Nochmal das Prozedere. Und jetzt brauche ich mal dringend Blutheilung. Und jetzt brauche ich auch einen Treffer. Ja, sehr gut. Ich brauche dann noch einen Treffer. Okay, die ist weg. Und dann brauche ich einfach nur dich zu treffen. Und tot. Das hat doch funktioniert. Sehr, sehr gut. Ich bin begeistert, aber wir haben schon wieder kaum mehr Blut. Also ich sag euch, der Kelch des Hasses ist wirklich, wirklich hilfreich. Wenn es darum geht. Ich sammle jetzt die Munition ein. Soweit wir natürlich können. Dass wir zumindest was für die Glock haben. Aber im Nahkampf gehe ich hier... Mist. Gehe ich hier nicht. Lass dich treffen. Lass dich treffen und... Warum zum Kuckuck lässt du nicht von dir trinken? Mist. Ach, das ist jetzt natürlich sehr ungünstig gelaufen. So, du warst hier hinten. Da steht noch jemand. Ohne Augen. Oh nein, nicht du noch. Das hat mir gerade noch gefehlt. Das hat mir gerade wirklich noch gefehlt. Autsch. Ist das ärgerlich. Das fehlte jetzt tatsächlich noch. Warum zum Kuckuck?
Okay, nochmal. Nochmal ganz in Ruhe. Ich brauche die Axt. Dann sammeln wir die Munition ein. Dann werden wir mal den Typen hier ranlocken. Komm mal her. Und lass dies... Was? Oh nein. Das ist jetzt ein Problem. Das habe ich vorhin nicht bedacht. Ich muss euch beide wahrscheinlich töten. Wir müssen den einfacheren von beiden erstmal killen. Und wir kommen gerade im Nahkampf echt nicht weit. Ich darf nichts von dir trinken. Ich darf echt nichts von ihm trinken. Wir schaffen es nicht. Trinkversuche schlagen fehl. Wir müssen ihm wahrscheinlich einfach noch mehr Schaden machen. Und hier ist noch einer. Oh nein. Oh Mist. Oh Mist. Ja, na das ist natürlich jetzt. Damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Dass es da hinten noch weitergeht. Oh Mann. Und die Mac versucht zu schießen. Das ist natürlich ganz toll wieder. Ach nee. Da ist da hinten also noch was. Okay. Du kommst ran. Du kommst her. Diesmal kommst du in den Raum, Freundchen. Und diesmal will ich Blut von dir. Ich will Blut. Dank. Nein. Abgestoßen. Mist. Jawohl. Zum Glück. Wenigstens ein bisschen was. Damit kann ich arbeiten. Damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Das muss ich jetzt wohl oder übel nochmal abspeichern, diesen Erfolg. Und jetzt kommen wir zu diesen zwei Typen, die da hinten noch waren, die wir gerade entdeckt haben. Die hatten irgendwelche Disziplinen. Ich vermute zum einen Seelenstärke und das andere kann ich nicht festlegen. So, du kommst erst mal mit. Du gibst mir erstmal freundlicherweise zweimal Blut zurück. Ja, wir können nicht trinken von dem. Ja, dann hole ich mir halt ein drittes Mal was von dir. Oh, der kriegt halt auch kaum Schaden. Okay, auf jeden Fall tot. Das war erstmal wichtig. Blutheilung hat funktioniert. Jetzt kommen wir noch zu dem hier. Wie machen wir das mit dem? Auf dieselbe Art und Weise, wie wir es vorher gemacht haben. Anders geht's nicht. Nein! Und jetzt kommst du auch noch. Oh nein, es wird doch geschossen. Ungünstig. Darf ich? Ich darf nicht zuhauen. Okay, das war's wieder mit unserem ganzen Blut. Da hinten steht noch einer. Zwei sind's tatsächlich. Ich versuche das mal hier so kurz zu umgehen. Darf ich nicht? Ich bin gleich für euch da, Jungs, ne? Es ist alles gut. Mist. Und hier hinten war noch dieser Werwolf-Typi, ne? Ist das uncool. Kelch des Hasses hat einen Blutpunkt. Wir könnten es mit Blutgeschoss gegen den probieren. Wir müssen aber jetzt ganz in Ruhe vorgehen. Hier durch die Tür. Uns dein Blut mitnehmen. Okay. Okay, das hat schon mal funktioniert. Sehr gut. Jetzt kommen wir da hinten zu dem Problem. Nämlich die zwei. Ich werde erst mal was von dem hier trinken. Denn das ist jetzt natürlich echt ein Segen, dass wir hier Blut bekommen. Und dann kommen wir zu euch, Jungs. Wie mache ich das mit euch? Also ich werde frontal trotzdem angreifen, aber nicht im Nahkampf. Die beiden haben Schrotflinten. Das ist nicht die cleverste Variante. Eher werden wir es so machen, dass wir mal wieder schießen. Wo ist der andere? Der ist dort. Was liegt denn dort? Sind das Sprengsätze? Nee, ach, das ist ein Schrank. Ich hatte mich schon gefreut.
Wir haben 28 Schuss für die Glock. Das wird doch wohl wenigstens ein bisschen was bringen. Wo ist denn der? Der ist dort. Nehmen wir den anderen halt. Ja, wir müssen halt auch bloß treffen, ne? Wir müssten halt bloß treffen. Und dann wären wir einfach unsagbar erfolgreich. Ich dachte, jetzt hier drüben ist noch was. Aber wir treffen halt nichts. Wir treffen halt de facto gar nichts. Ich meine, wir bekommen durch seinem MacBook gerade auch kaum Schaden. Weil er wahrscheinlich in der Gesamtheit mehr Schuss verbraucht als ich. Aber das ändert halt nichts an dem Fakt, dass wir nichts treffen. Wir nehmen nochmal den Revolver. Ja, wow. Der Revolver ist sowas von präzise. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer wow, wir haben nichts mehr zum Schießen. Aue. Gut. Auf die alte Variante. Blutgeschoss. Oh, der ist tot. Sehr schön. Du kannst mir doch noch Blut zurückgeben, ne? Und dann bist du so nett und lässt dich verhauen. Sehr gut, Jungs. Ach, seine Mac habe ich wohl eingesammelt. 2 Schuss. Und 9 Schuss für die Glock, ehrlich. Das ist ja mickrig. Ich speichere mal kurz ab. Ich weiß, ich habe jetzt wieder... Ich habe doch gerade erst gespeichert, aber... Ich muss es tun. Es tut mir ja sehr leid, aber ich muss es einfach tun. Wir müssen hier sowas von vorsichtig vorgehen, im Sinne von, dass wir wirklich darüber nachdenken, was wir tun. Hi! König! Ich möchte nicht im Nahkampf mit dir. Sehr nett, dass du mir das zwar anbietest, aber stirb einfach. Gut, nächster Kandidat bitte. Da steht einer mit dem Messer. Das finde ich eher nett. Okay, die kommt zu zweit. Das ist jetzt nicht so geil. Lass mich mal hier durch. Kann ich was von dir trinken? Ja, der andere wird uns zwar jetzt angreifen. Aber das ist mir jetzt ziemlich egal. Hallo? Wechsel auf die Axt. Dankeschön. Denn das können wir jetzt hier wirklich im Nahkampf lösen. Denn die Jungs waren so freundlich, mir ihr Blut zu geben. Diese Matratze liegt halt einfach nur im Weg. Die Jungs waren so freundlich, mir ihr Blut zu geben. Und damit haben wir wieder volle Blutpunkte. Sehr, sehr gut. Hier drüben. Da steht einer. Zwei. Steht da drüben noch einer? Sehe ich nicht. Glaube nicht. Wir haben keine Munition. Es ist grausam. Es ist halt wirklich grausam. Aber Blutgeschoss haben wir. Blutgeschoss regelt. Ne? Oder wie siehst du das? Ich glaube auch. Tot. Das war der erste. Wo ist der zweite? Der hat sich verkrochen. Sind hier noch mehr? Bitte nicht. Ach, ich hab's geahnt, dass die Tür aufbricht. Mann, Jungs, ihr seid immer solche Spielverderber. Könnt ihr nicht einfach mal die Türen ganz lassen? Das ist eine Luke, durch die wir nicht durchkommen. Toll. Ach, da ist er doch. Du hast also die Tür... Okay, ihr seid zu zweit. Das finde ich nicht gut. Na, ich hol mir einfach euer Blut irgendwie wieder, ne, Jungs? Das ist doch für euch in Ordnung, wenn ich das mal eben mache. Ich muss aber im Übrigen mal so ganz nebenbei Blutheilung machen. Wir haben gerade Schaden bekommen. Ja, der... Was? Oh Gott. Oh. Oh, das ist ein Problem jetzt. Das ist tatsächlich ein ernsthaftes Problem. Weil sie uns alle angreifen. Was im Folge dessen heißt, du lebst ja immer noch. Weg. Wir müssen uns heilen.
Wir müssen definitiv jetzt wieder aufpassen, denn wir kassieren halt gerade Schaden. Aber wir haben Munition für die Aug gefunden. Nämlich wie viel Schuss? 4 Schuss. Das ist doch echt nicht... Was? Hey, 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 hey. Oh Mist. Flinten, Flinten. Oh Gott, ich hab nichts mehr. Noch eine Flinte. Ah, Mist. Raus, 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 raus. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Da kommen doch hier noch zwei mit Flinten um der Ecke. Okay. Was sagt denn unser lieber Kelch? Er hat 3 Blutpunkte, die nehme ich gern an. Dass wir uns heilen können. Wo bist du denn jetzt hier mit deiner anderen Flinte? Ach, du bist hier mittlerweile. Sehr nett von dir, dass du extra herkommst. Da steht halt noch einer da hinten. Da steht halt ungelogen noch einer. Kommen wir an den da hinten ran. Mist. Oh Gott, Raserei. Raserei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Raserei ist eigentlich nicht cool. Ah. Also ich meine, wir haben durch Raserei die beiden gerade hier erledigt, aber... Oh, noch mehr Flinten. Könnt ihr auch noch was anderes nehmen? Außer mit euren Flinten zu schießen, Jungs. Ehrlich, das ist langweilig. Okay, okay, okay. Kurz beruhigen. Ganz kurz beruhigen. Hier ist eine Tür. Wahrscheinlich können wir die mit Schlosserknacken öffnen. Ich muss jetzt aber mal ganz kurz die Lage sondieren hier. Wir kommen hier gar nicht lang. Warum kommen wir hier nicht lang? Wir dürfen hier gar nicht lang. Da steht jemand. Okay. Können wir dann was trinken? Das war jetzt mit einmal zu viel, dass unser Charakter in Raserei verfallen ist. Ich meine, wir haben Menschlichkeit 9. Aber na gut, jetzt mal kurz wieder runterkommen. Das ist ein Schloss mit Schwierigkeit 7. Das lässt sich mittlerweile lösen für uns. Blutmacht regelt das. Na? Sieh da, tada, die Tür ist offen. Und hier hätten wir halt auch noch jemanden, von dem wir was trinken können. Das ist doch ein netter Preis. Dafür mache ich gern Blutmacht. Schaden ist reguliert. Wir können weiterziehen durch diese Küche hier. Für die Aug haben wir jetzt fast 30 Schuss wieder. Für die Mech haben wir halt 2 Schuss. Das versteht kein Mensch, aber... Wir haben halt für die Mech 2 Schuss. Immerhin. Und das Ganze muss ich jetzt auch einfach mal abspeichern. Damit sich's lohnt. Das ist jetzt das zweite Mal in dem Spiel, dass wir in Raserei verfallen sind tatsächlich. Das erste Mal war ja erst vor 2, 3 Folgen. Jetzt muss ich hier nochmal rumgucken. Blutgeschoss ist bereit. Für den Fall der Fälle. Na Jungs. Ach, hier sind 2 von den Typen. Okay, ich trinke was von einem. Da hätten wir ja jetzt auch das Schloss gar nicht knacken brauchen, wenn wir jetzt hier lang kommen. Die Tür ist offen. Wir kriegen Munition wieder, zumindest für die Glock. Hier ist ein Fahrstuhlschacht. Merken wir uns mal. Denn ich will mal noch hier hinter gucken. Hier hinten war, glaube ich, auch noch was. Ja, hi, was geht? Ach Gott, so schnell kann ich gar nicht wieder auf die Waffe wechseln. Ach, du willst um die Ecke wegrennen. Und noch Verstärkung holen. Natürlich hast du zufällig noch Verstärkung an Bord. Das ist doch nicht euer Ernst, Jungs. Oh Gott, sie fallen nicht um. Das ist ein Problem jetzt. Das ist jetzt ein echtes Problem. Darf ich mich kurz heilen, ja? Ist das in Ordnung für euch? Ich gucke mal ganz kurz um die Ecke. Da steht er. Ich muss noch ein zweites Mal Blutheilung machen. Das ist sonst ungünstig. Der ist tot. 2 Typen mit Flinten. Und natürlich... Ich glaube, auf der Seite waren wir. Und natürlich durch einen dummen Zufall
sind sie zu zweit. Warum auch nicht? Ich meine, wir können jetzt hier wieder was von dem hier trinken. Das ist vielleicht so ein Stück weit unser Glück. Und von dem anderen können wir uns jetzt einfach noch auch noch zwei Blutpunkte nehmen. Was? Jetzt. Und dann sind wir auch voll. Und dann können wir jetzt einfach diesen Fahrstuhlschacht nutzen. Nochmal ganz kurz abspeichern. Ich weiß, es nervt, aber wir müssen das machen. Und dann werden wir einfach mal sehen, was passiert. Gehen wir mal hier runter. Können wir hier klettern? Nee, wir müssen einfach fallen. Gott, wir müssen einfach runterfallen. Nein! Heather! Ernsthaft? Ihr Schweine habt Heather getötet. Ihr habt einfach Heather getötet. Das war eure letzte Aktion, Jungs. Einfach mein Ghoul töten. Das ist nicht euer Ernst. Können wir sie retten? Ach, natürlich. Ja, natürlich, Jungs. Das ist natürlich klar, dass ihr hier zu zweit mit eventuell übelsten Disziplinen hier das erste Mal durch eine Wand brecht. Und mir hier freundlicherweise das erste Mal eure Schrotflinten kredenzt. Toll. Meine Damen und Herren, Heather ist tot. Toll. Sie haben Heather gefangen genommen. Als Geisel. Naja, was heißt als Geisel, aber sie ist tot. Unser Ghoul, den wir am Anfang des Spiels durch einen dummen Zufall uns geschaffen haben, liegt tot hier. Heather, teuerster. Es tut mir leid. Aber ich konnte nichts dagegen tun. Gegen den Sabbat und seine Machenschaften. Wir werden dich rächen. Komme, was wolle. Und wir werden sie jetzt auch rächen. Das kann ja wohl absolut nicht wahr sein, Jungs. Ach, guck mal hier, das scheint eine Lobby zu sein. Es riecht doch wie Endgegner. Komm her. Okay. Kein Durchgang. Aue. Da will jemand Nahkampf haben, hä? Wir kommen nicht ran. Was zum Kuckuck? Wer ist das? Wer ist diese Aue. Schwerheilbarer Schaden. Was passiert hier? Okay, diesen Laserstrahl können wir nicht abhalten. Wir müssen irgendwie das lösen. Können wir mit Waffen irgendwas tun? Autsch. Das bringt nichts, offensichtlich. Die Fässer zu beschießen bringt uns auch nichts. Wir müssen jetzt ausweichen die ganze Zeit, das ist nicht der Ernst. Hier wird es doch einen Ausweg geben, oder? Die Tür ist verschlossen. Die ist verbarrikadiert. Hier geht's nicht weiter. Was zum Kuckuck? Okay. Ich habe noch keine Ahnung, was hier Phase ist. Wir kommen über diese Barrikade drüber. Wer zum Teufel ist das? Und wie kommen wir da hoch? Ich sehe noch keinen Weg. Oh Mann, 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 Mann. Okay, das Feuer ist weg.
Wer zum Kuckuck bist du? Oh Gott. Okay, wir hätten gleich zuschlagen müssen. Warum frage ich eigentlich immer erst vorher? Ich bin zu freundlich für diese Welt. Au, wir kriegen halt unfassbaren Schaden. Können wir was trinken? Nee, es geht nicht, es geht nicht. Der Schaden ist real. Ich weiß nicht, wer diese Person ist, aber sie erinnert mich an jemanden im Spiel. Au, 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 au. Kurz heilen. Denn dieser schwerheilbare Schaden ist unsagbar. Und unsagbar fies. Haben wir was im Kelch? Zwei Blutpunkte, die müssen wir nutzen. Autsch. Die müssen wir jetzt echt nutzen. Um noch einen Angriff zu starten. Und zwar jetzt. Wer auch immer das war. Diese Frau hat mich an unsere Mentoren ganz zu Beginn erinnert, die der Prinz getötet hat. Aber sie lebt ja nicht mehr, deswegen konnte sie es gar nicht sein. Aber wir haben es geschafft. Naja, was heißt geschafft? Heather ist tot. Ach was, und du willst jetzt noch irgendwas, du Heini? Da ist das dein verdammter Ernst? Dass du jetzt noch irgendetwas von mir willst. Meine Güte. Das ist ja unfassbar, was hier passiert. Da steht noch jemand blind. Also es geht wahrscheinlich genauso weiter, wie es kurz vorher war, bevor wir hier runtergekommen sind, in den Fahrstuhlschacht. Einziger Vorteil ist, wir können von dem hier was trinken. Das ist wahrscheinlich unser einziges Glück. Aber wir müssen hier weiter. Also was heißt hier weiter? Autsch. Jungs, das ist doch nicht euer Ernst. Schon wieder Schrotflinten. Schon wieder. Euer verdammter Ernst, Jungs. Wir müssen das hier ehrlich wieder auf die Blutgeschossart lösen. Oh Mann. Ehrlich. Leute. Das kann nicht euer Ernst sein. Das kann ehrlich nicht euer Ernst sein. Es geht noch weiter runter. Es geht noch eine Etage runter. Und hier geht's in einen anderen Bereich. Ich weiß nicht wohin. Aber ich weiß nur, wir haben irgendeine Person ausgelöscht. Oh Gott. Und ihr seht schon das Blutbad. Wir scheinen im letzten Teil des Kellers angekommen zu sein. Wir werden sehen, was demnächst passiert. Wir schauen uns das, was hier unten noch ist, in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao!